وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، liebe Geschwister, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir wissen alle, dass die Dua eine sehr hohe Stufe hat bei Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, sogar befiehlt er uns im Koran, dass wir ihn anrufen sollen. Und sogar in der ersten Sura fängt es an mit einer wunderschönen Dua, in dem es heißt, Ihdina sirata al-mustaqim. Und das ist auch schon unser erstes Bittgebet. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Ihdina sirata al-mustaqim. Leite uns den geraden Weg. Die großartigste Sache, die dir in deinem Leben passieren kann, ist, dass du die Rechtsleitung bekommst. Dass Allah subhanahu wa ta'ala dich auf diesen geraden Weg leitet. Gerade heutzutage in der Zeit der Shahawat und der Shubuhat, die Zeit der Gelüste und der Scheinargumente. Und Allah subhanahu wa ta'ala, wie gesagt, befiehlt uns in einigen Versen, dass wir ihn anrufen sollen. Und sogar in einem Hadith Qudsi heißt es, einem göttlichen Hadith, heißt es, Ya ibadi kullukum dalun. O meine Diener, ihr seid alle in der Irre. Jeder von euch ist irregeleitet. Dann kommt die Ausnahme und er sagt, Illa man hadaytuh. Außer den, den ich recht leite. Was sollen wir denn machen, ja Allah? Dann sagt er weiter, Fastahduni. So bittet mich um Rechtleitung, Ahdikum. Und dann werde ich euch auch rechtleiten. Und so sehen wir in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er sehr oft Bittgebete ausgesprochen hat, die um die Rechtleitung handeln oder in der es um die Rechtleitung geht. Wie gesagt, am Anfang von Suratul Fatiha wiederholen wir dieses Bittgebet sehr oft. Ihdina sirata al-mustaqim. Er sagte beispielsweise in einem Bittgebet, Allahumma hdini wa saddidni. Oder er sagte, Allahumma inni as'aluka al-huda was-sadat. Allahumma hdini, o Allah, leite mich recht, wa saddidni, und lasse mich immer richtig handeln und besonnen handeln und mit Verstand handeln. Oder Allahumma inni as'aluka al-huda. O Allah, ich bitte dich um die Rechtleitung, was-sadat, und um das richtige Handeln. Auch sagte er einmal, sallallahu alaihi wasallam, beziehungsweise brachte uns bei zu sagen, Allahumma ij'alni hadiyan mahdiya. O Allah, mache mich hadiyan, das heißt einer, der zum Guten aufruft, mache mich zu denjenigen, die zur Rechtleitung aufrufen, zu einem Nachfolger der Propheten und Gelehrten, und mache mich auch mahdiyan. Das heißt, dass Allah mich selbst rechtleitet. Das heißt, oh Allah, mache mich zu einem, der zur Rechtleitung ruft, aber gleichzeitig bin ich auch rechtgeleitet. Auch sagte er, und das entnehmen wir aus der Sunnah, Allahumma hdini wa yassiril hudali. O Allah, leite mich recht, indem du mir nützliches Wissen gibst. Zeige mir meine Fehler, damit ich mich verbessere. Das ist Allahumma hdini, o Allah, leite mich recht. Wa yassiri li hudali bedeutet, und mache mir die Rechtleitung leicht. Das heißt, lass mich auf diesem Weg bleiben. Wenn du mich recht geleitet hast, dann erleichtere mir diese Rechtleitung. Lasse mich diese gottesdienstlichen Handlungen, wie das Gebet und das Fasten und die Hajj und die Umrah und das Wissenstreben und die Lesung des Korans und den Dhikr und das gute Benehmen und, mache mir das alles leicht. Lass es nicht für mich schwer werden, dass ich es unterlasse und dass ich durch andere Sachen beschäftigt werde. Und in einer letzten Dua, die sehr schön ist, heißt es, Allahumma hdina. وَهْدِ بِنَا وَجْعَلْنَا سَبَبًا لِمَنْ يَهْتَدَى. Eine wunderschöne Dua. Allahumma hdina bedeutet, O Allah, leite uns recht. وَهْدِ بِنَا, und leite durch uns recht, mache uns zum Grund, dass andere die Rechtleitung finden.
indem du ein gutes Wort ihm sagst, den Islam schmackhaft machst, einen Vortrag gibst, in dem seine Rechtleitung gemehrt wird oder sogar den Islam annimmt. Und waj'alna sababan liman ihtada, und mache uns zum Grund für jemanden, der die Rechtleitung bekommt, durch dein gutes Benehmen beispielsweise oder durch ein gutes Wort, wie schon erwähnt. Also ist unsere erste Dua oder einige Duas, die hier um die Rechtleitung handeln. Und wir haben absichtlich mit der Rechtleitung angefangen, weil das Buch Allahs auch mit dieser Dua anfängt. Ihdinas Sirata al-Mustaqim. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diesen geraden Weg rechtleiten und uns dann darauf befestigen. Hada wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.